So, ich hatte es ja versprochen, wie kann man das Fahrrad sichern? Und dafür den Schaltplan. Ich habe gezeigt, was ich davon drauf und nehmen kann. Liegt überall rum. Und normalerweise nimmt man ja solche kleinen Netzteile, solche alten Transformatoren. Die sind übrigens auch ein bisschen schwer. Daran merkt man es auch. Die heutigen, wo kaum noch Eisen drin ist und nur noch ganz wenig Windung an Spulen, die Schaltnetzteile, die sind ganz leicht. Also kann man auch in der Richtung leicht unterscheiden. Und was da draufstehen muss, ja gut, das seht ihr in dem anderen Video. Ihr könnt hier auf den Link klicken. Dieses Video wartet hier von der Erklärung, kein Problem. Also, hier der Link dann dazu. Da seht ihr, wie so ein Trafo aussehen muss, damit man sich sein Fahrrad sichern kann. Normalerweise werden die ja so gebraucht. Ich stecke das Ding in die Netzsteckdose und da liegen 230 Volt Wechselspannung an und es kommen 6 Volt oder 9 Volt oder was man auch immer braucht, kommen hier hinten wieder raus. Das Schöne ist allerdings, man kann es auch umgedreht machen, ne? Leute, experimentiert nicht mit der Netzspannung selber, das ist schweinegefährlich. Da liegen Leistungen an, die tun richtig weh. Also da kann man locker aus so einer 230 Volt Steckdose locker mal 10 oder gar 16 Ampere rausholen. Und das wird dann für den Menschen schon ein bisschen gefährlicher. Was wir hier machen, ist ungefährlich, denn hier geht es um solche kleinen Leistungen und kleinen Ströme, vielleicht von 10, 15 Milliampere, das ist gar kein Problem. Also deswegen, hier keinen Mist machen. Nochmal, normalerweise gehen 230 Volt rein, 6 Volt wieder raus. Was ist, wenn wir es jetzt aber umdrehen und sagen, wir versorgen die 6 Volt Seite vom Dynamo des Fahrrades mit den 6 Volt, die der Dynamo liefert. Der liefert übrigens bloß 3 Watt, also ganz relativ geringer Strom. Gar kein Problem. Die schicken wir in die Primärseite rein, denn jetzt haben wir Primär. Primär heißt erste, Sekundär zweite. In diesem Fall haben wir Primär und Sekundär einfach mal vertauscht. Also die 6 Volt vom Dynamo, vom Fahrraddynamo, an die 6 Volt Seite. Ihr könnt auch einen 7 Volt Trafo nehmen oder sowas oder 5 Volt, ist ganz egal. An die 6 Volt Seite anschließen und auf der anderen Seite holen wir dann 230 Volt raus. Allerdings mit ganz geringen Strömen, da passiert wirklich nichts. Keine Bange. Was passiert? Man kriegt eine Gewischt, wenn der Dynamo an ist. Aber wie kann man das realisieren? Der Dynamo ist ja einerseits hier, das mache ich mal in helllila, der ist ja hier auf der Seite grundsätzlich am Fahrradrahmen, also an Masse. Dieses Zeichen hier, sowas, das zeichnet man als Masse. An Masse angeschlossen. Das heißt, wir müssen einen Draht dahin führen, wo der Dynamo seinen Anschluss für die Lampen hat. Am besten, ihr klemmt mal die Lampen ab. Oder macht einen Schalter rein, könnt ihr dann basteln, das ist gar kein Problem. Es geht aber ganz leicht zum Probieren schon mal so. So, dann hätten wir das eine und die andere Seite von dem Trafo, die schließen wir auch irgendwie an die Fahrradmasse. Das ist wichtig. Dann haben wir nämlich einen geschlossenen Stromkreis, sonst geht es nicht. Hier, Dynamo als Generator geht an die Masse. Wir gehen auch an die Masse und haben damit schon mal einen Pol des Dynamos angeschlossen und der andere Pol ist hier. Die andere Seite. Da schließen wir praktischerweise die Sekundärseite, egal welche, eine Seite auch an die Fahrradmasse. Und das ist wichtig, denn die andere Seite, da führen wir einen Draht hin, isoliert natürlich erstmal, und isolieren den ab und umwickeln mit ein paar kleinen Windungen einen Gummigriff mit blankem Draht, also irgendwie umwickeln. Ich habe es damals sogar mit einer groben Nadel gemacht und habe diesen Moosgummi richtig durchflochten, dann sah man das nicht so und es sah auch sehr schick aus. Naja, eure Sache, macht was draus. Ihr könnt ja mal hier ein paar Links posten zu dem Video und mal zeigen, wie eure Lösung aussieht, wie elegant und so weiter. Und jetzt kommt das. Wenn ihr geht, zieht ihr den anderen Griff ab. Denn dann muss der Fahrraddieb, einerseits hält er sich ganz normal an dem Gummigriff fest und auf der anderen Seite denkt er sich nichts dabei und denkt, naja, da hat er eben keinen Griff. Ist ja egal, kann ja trotzdem fahren. Aber wo fasst er an? An die Fahrradmasse. Und das ist das Schicke. Also der Dieb selber, oder wenn ihr mal einen Scherz machen wollt, ich würde es, ihr könnt es ja vorsichtig, ganz langsam gedreht, ganz langsam geschoben, selber ausprobieren. Ich würde es nicht mehr machen. Ich habe schon so viele gewischt gekriegt in meinem Leben. Uah. An sich müsste das reichen als Erklärung. Also, wenn es irgendwelche Fragen noch gibt, stellt die einfach hier unten in den Kommentaren und dann werden wir sehen, kriegen wir bestimmt eine Lösung. Vielleicht muss ich dann nochmal ein Praxisvideo dafür machen, dass ihr das seht. Aber das ist eigentlich nicht weiter schlimm. Was passiert also? U', also die Spannung primär, ist gering und wird zu sekundär hoher Spannung hochtransformiert, sagt man dazu. Hochtransformieren. Hier wäre es runtertransformieren, hier sagt man hochtransformieren. Wenn ihr das mal hört, ne? Okay, hier hatte ich noch vergessen, das ist die Zeit T, so sieht eine Sinusschwingung natürlich nicht aus, so hässlich wie meine. Aber
Aus dem Dynamo kommen relativ schöne Sinusschwingungen. Das heißt, ihr kriegt relativ schöne Sinusschwingungen hier raus. Aber das dürfte für den Schock komplett egal sein. Na gut, ich glaube, es reicht jetzt. Ich werde jetzt hier noch Links zu den anderen Kram anfertigen, damit ihr euch nochmal informieren könnt, wie das alles aussieht und so weiter und so fort. Und damit ihr dann sicher seid beim Basteln. Ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren. Also. Gab bis jetzt auch in den Klassen immer wieder ein Riesengeschrei vor Freude und so weiter. Ich glaube, euch wird es auch Spaß machen. Gut, ich wünsche euch was. Haut rein, tschüss.